Heidi und Jupp da, seid gegrüßt, seid ihr auch alle da? Gut, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Freitagsausgabe, die Truhe haben wir geplündert in der letzten Folge. Jetzt muss ich mal hören, do we have music? No, we don't have music, okay, I'll switch on the music now. Do we have no music? Yes, now we have music. Super, wie geht's weiter? Also hier ist ja Sackgasse, da war die Truhe. Wieso mache ich denn sowas immer? Von da aus sind wir gekommen. Nicht wahr? Nee, von da aus geht's noch weiter. Von da oben sind wir gekommen. Denn, genau. Hier haben wir nämlich auch auf dem Plateau nichts gefunden. Ergo, jetzt müssen wir links runter. Und wen haben wir? Links zu unserer Geschichte einen untoten Elite-E-Krieger. Ich und meine blöden Wortschöpfung. Ist da bestimmt wieder so ein Adjutant dabei oder was? Gucken. Kann ich eventuell. Nee, der prallt er ab. Ah, desto entfernter man ist, umso abprallender der Pfeil. Und dann ums Eck hier, ne? So, um den Überraschungseffekt zu machen. Na los. Siehst du mich nicht? Hast du noch irgendwie ein Skelett bei dir oder was? Irgendwie nicht. Okay. Okay. Kurzen Prozess gemacht mit dem untoten Elite-Krieger. Da ist nicht zu holen. Aber sein Schwert ist da noch irgendwo oder nicht? Nö, habe ich wohl mit aufgenommen. Manchmal gucke ich immer irgendeine andere Ecke rein. Oder auf die Uhr. Und wir stellen fest, hier geht's auch nicht weiter. Ja, was dann? Ach, da ist er ja. Da ist er. Mich meine Sinne doch nicht getäuscht. Das wird jetzt ulkigst. Geht's da weiter? Nee, waren wir doch auch schon. Ja, ein Tag über. Nee, waren wir. Da ist noch ein verfluchtes Skelettchen. Okay. Dann haben wir. Gut, dass wir hier nochmal waren. Gut, dass wir hier nochmal waren. Perfekt. Gucken, ob wir irgendwas sehen. Kann das sein, dass. Nee, das ist. Das sind nur hervorstehende Ecken. Genau, hier war nichts mehr. Ja, manchmal setze ich meine Maus ziemlich hart auf, das hört man dann im Hintergrund. Ich mache mal eine Speicherung. Dann war das also nur nach hinten sozusagen hier eine Seitenverzweigung. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier irgendwo runterkommen. Weil ganz runter ging das ja da nicht. Seit man springt herunter. Jetzt darf ich wieder hier hin zu den Brücken. Zu den beiden Brücken musst du gehen. Das begreife ich nicht. Wie, was meinst du, Peter? Ich begreife nicht, was du da machst. Wie, was soll ich machen? Ich kämpfe hier gerade mit Odyssey. Im Auftrag des Königs. Ach, so heißt das Spiel. Und wo bist du jetzt gerade? Du, das weiß ich jetzt auch nicht. Irgendwo muss es doch hier runter, raus oder weggehen. Ich bin doch aus irgendeiner. Aus dem Durchgang gekommen, oder was? Ach, da ist die Leiter. Nein, da ist sie leider nicht. Ich glaube, ich mache mal eine Fackel an. Doch, hier ist die Leiter. Da ist sie. Am Ende. Genau, richtig. Ah, Sichtung. Dann muss noch mal ganz bequem die Leiter hochgehen, ne? Ja. Und dann noch eine Leiter. Und was hören wir da im Hintergrund? Ja, du, das ist so ein Knüppel, Heinz. So nur ein Steingolemsi. Oh, da muss ich mal ganz schnell wieder mal so einen Knüppel aus dem Sack holen. Wie, was für ein Knüppel aus dem Sack? Ja, das ist eine spezielle Waffe. Gegen die kommst du gut gegen diese Steingolems an. Oder überhaupt diese Golems. Aber um in Sicherheit zu gehen, werde ich erstmal hier die Treppe hochgehen. Und es gibt nämlich auch noch eine Treppengolem-Rüstung. Nein, eine Steingolem-Rüstung. Eine verstärkte. Schau mal, der bleibt da sogar auf, macht einen Moonwalk da. Also, können wir ganz in Ruhe. Nein? Ah, jetzt hat er sich wieder losgerissen. Jetzt ist er wieder unten. Und dann holen wir uns mal hier unsere verstärkte Golem-Schutzrüstung. Ja, jetzt ist er aber unten. Was machen wir dann?
Ja, du, dann werde ich einfach mal mit gezückter Waffe. Und ihn, oh, der ist sogar ein bisschen so Oh, siehst du, der hatte ich aber ganz schön erwischt. Richtig, aber ihn hat es vorher auch schon erwischt, weil ich nämlich einen Zauber gewirkt hatte. Ach, so geht das. Das ist ein Spiel mit Zauber. Richtig. So, jetzt, Peter, jetzt ist gut. Jetzt darfst du wieder gehen. Sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Ah, okay, mach's gut. Ja. Und wehe, du schickst den Helge vorbei. Ich speichere mal ab. So, jetzt habe ich mir bei dieser Gelegenheit auch mal ein bisschen hier die Sonne aus der Fresse geholt. Aus dem Gesicht, aus meinem Antlitz. Es war ein bisschen zu hell. Die Kamera eingestellt. Ich habe eine neue Kamera. Eine ganz neue. Da ist was. Da bewegt sich was. Das sieht aus wie ein Getier. Oder ist das... Sind das nur die Spinnweben, die von oben runter? Ich dachte, irgendwelche Crawler oder sowas. Also ich weiß, wir müssen hier durch. Hm. Oh, jetzt macht der Mixer hier wieder keine Musik an. Da, doch. Avlaches. Dann speichere ich mal ab und mach mal Musik mit Mann mit an. Schauen wir mal. Hier, jetzt sind wir denn schon hier im Anwesen? Ja, Sandcrawler. Ein starker Sandcrawler sogar. Ah, der ist stark, das stimmt. Der ist sehr stark. Boah, Hammerteil. So, ich habe mich umgezogen. Ja, und ich weiß, es gab noch hier am Rand ein paar Pilze. Und ich habe mich noch umgezogen und die andere Waffe angelegt. Ich will mal gucken, wie stark der ist. Okay, ich bin mal wieder langsam, aber schauen wir mal. Los, komm, erwittere mich. Am Ende ist auch noch ein Dunkelpilz oder irgendeine Pilzart. Na? Willst du nicht? Starke Sandcrawler. Okay, ein paar Schläge ist... Und hin ist er. Okay. Was hat denn so ein starker Sandcrawler? Mooncrawler-Zangen, das war's. Ah, zwei Dunkelpilze. Sesseln, Sesseln, Sesseln. Gehen wir mal auch mal hier wieder mal absuchen, weil da hinten am Ende sind auch noch... Genau. Auch ein starker Sandcrawler. Ist das vielleicht hier eine Lücke, Leute? Okay, ganz schnell weg. Das heißt schnell, aber gemächlich. Und auch mal eine Gelegenheit mal speichern. Was wir jetzt machen? Junge, sind da so viele da hinten? Naja, wenn da so viele sind und die kommen alle einzeln raus, ja, dann kann ich sie auch im Off... Oh, wieso kommst du denn da an? Guck, vielleicht bleibt er irgendwie im Gang hängen. Ja, der bleibt im Gang hängen. Das heißt, also müssen wir uns wieder umziehen. Schönes Knüppelchen nehme und dann unsere verstärkte Golem-Schutzrüstung, die hier ist. Und dann hauen wir ihn auf die Glocke hier. So. Und tschüss. Das war's. Na? Will dein Herz haben. Und dann ziehe ich mich um und speichere ab. So, dann gucken wir mal, ob hier noch so ein Heinz ist. Nee, das sind alles nur noch diese starken Sandcrawler. Ich mach die ihm auf, Leute. So, in dem Bereich sind also schon mal die starken Sandcrawler weggemetzelt. Die habe ich ja einfach nur mit meinem Degen niedergemetzelt. Einmal hat mich einer getroffen, aber Ausschuss ist ja immer... da liegt was. Da liegt was, da ist was und da hinten krabbelt was. Okay, nochmal ein bisschen... Ja, ich kann nicht ducken, ne? Nee, da komme ich auch nicht ran. Gehen wir noch mal hier die Seite, gucken, ob noch was ist. Nein. Oh, aha. Sehr schön, sehr schön. Also können wir mal die Extrakt der Heilung nehmen. Elixier der Heilung. Braucht man noch so ein bisschen. Hä? Gibt's sonst nichts mehr oder was? Macht das hier alles systematisch. Und ein Dunkelpilz.
Und ein Mana-Elixier. Und da hinten kommt wieder einer. Naja, der hat mich noch nicht entdeckt. Entdeckt mal. Was sind das auch wieder? Ist das eine Verzweigung? Ah, oh, das werden wir gleich sehen. Okay, komm. Das ist bestimmt auch ein Stark. Nee, da ist keine Verzweigung. Ja, ist ein starker Sandcrawler. Futsch ist er. Wunderbar. Mal zwischenspeichern. Und schauen, was da noch so zukommt. Biesige Wüstenratte. Das eine biestige. Okay. Oh, das sind natürlich auch ein paar, ne? Aber erstmal will ich mal gucken. Ah, ja, genau, richtig. Hier noch ein paar Pilzchen finden. Eigentlich Dunkelpilzsuppe als Rezept fällt mir gerade so ein. Okay. Oh, da kommt noch eine an. Oh, die kann aber auch ganz schön werden hier. So, zwei biestige Ratten. Und halb kaputt ich bin. Werde ich mal zwischenspeichern. Und mal schauen, was da noch kommt auf uns zu. Ich sehe im Augenblick erstmal nichts. Ja, so eine Art Kuppe. Aber trotzdem nur hier ein bisschen. Oh, nicht schon wieder so ein Heinz. Also, das ist auf jeden Fall einer. Ein Golem-Sili. Der mich mal ganz schnell. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht, aber ich soll mir keine Zeit verschwenden, indem ich. Na komm, so jetzt. Wo bist du denn? Hör dich doch. Du bist doch schon aufgeregt hier. Was? Wo ist der her, bitte sehr? Hallo? Der steht nicht mehr auf. Ja, toll. Und dann habe ich mal Licht angemacht. Ja, okay, ich weiß. Fackel ist das ein bisschen komisch, aber ich muss mich hier genau umgucken. Ach, hier haben wir noch eine Bisamratte, hätte ich beinahe gesagt, eine bissige. Okay. Oh, wo kommt denn der her? Auweia. Also auf jeden Fall ist schon mal ein aufgeregter Golem da. Schnell was speichern. Nicht, dass er wieder um die Ecke kommt und muss hier sein. Ach, mehrere. Aber einer. Hey, da verstehe ich jetzt nicht. Ah, Mist, voll gegen die Mauer geknallt. Oh, gegen den Felsen. Ich wollte ihm eigentlich so ein bisschen ausweichen, damit ich von der Seite. Wo ist denn der zweite ausweichen kann, von der Seite einen reinknallen kann. Aber das hat wohl irgendwo jetzt so nicht geklappt. Ist ja auch ein enger Gang. So, wenn da einer ist, dann ist bestimmt noch einer. Wo hier? Nee. Dann ist er rechts ums Eck. Na, speichere ich mal kurz. Ja, gucken wir mal, wo der sich denn hier verstecken tut. Der muss hier irgendwo sein. Ach, da geht's nach draußen. Okay. Wenn ich mal hier noch mal ein bisschen nachgucken, ob es hier noch irgendwelche Butlerfleische oder Dunkelpilze gibt. Eher wohl nicht. So, sicherheitshalber noch mal ein bisschen Licht mitnehmen. Der muss hier sein. Der ist hier. Okay, jetzt zücken wir mal das Löffelchen. Hier oben irgendwie? Ach, er fällt da von oben runter und. Oder er ist unsichtbar. Ich speichere mal. Nee. Wo ist. Oder er ist unten? Nee, unten sind ganz viele. In diesen Crawlern. Ah, hier geht's nicht weiter. Okay. Habe ich hier was vergessen? Nee, ich entferne mich ja von dem Geräusch. Beziehungsweise er kommt näher.
Also das ist echt spooky. Der muss irgendwo woanders sein. So, da geht's nicht weiter. Nehme ich mir mal meine Fackel wieder mit. Damit ich... Oder ist hier irgendwo... Ah! Oh weia, oh weia, oh weia. Okay. Aha! Da geht ein Weg hoch. Jawohl, dann werden wir uns mal hier oben hochschleichen. Aha. Hier ist auch niemand. Das heißt, habe ich irgendwas hier vergessen mitzunehmen? Nein, 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 noch nicht. Wo bin ich? Ach ja, ich muss mal auf der Karte gucken, wo ich bin. Nein! Nein, 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 nein. So haben wir nicht gewettet. Okay. Also irgendwo ist dieser Golem da. Und treffe hier auf diese anderen hexenartigen Geräte. Na? Ein Wüstenwaran zum Beispiel. Wenn wir jetzt mal hier mal mit zwei Pfeilen eliminiert haben. Mal nochmal, was gibt's hier noch alles? Noch mehr Wüstenwaränchens. Ja, die könnte man eigentlich. Und ein Greif. So, jetzt will ich aber wissen, wo wir sind. Genau, wo wir sind. Da gucken wir doch mal schnell auf der Karte. Kann ich auch genauso gut wieder die Ashdod-Karte nehmen, ne? Ne, das Tal von Tadmor. So, ja, ich sehe es. Ich guck mal auf meinem Monitor. Das ist auch wieder rechts von mir. Und zwar in diesem linken inneren Keil. Da befinde ich mich. Okay, abspeichern. Dann würde ich sagen, dann räumen wir das Feld mal von hier auf. Ab Wüstenwaran. Okay, der Greif kommt noch nicht so. Nee, der ist noch nicht da. So, Wüstenwaranix. Alles jetzt. Ja, vielleicht sind das genau die 10 geschickt, die mir noch fehlen. Okay. So. Hoffentlich sitzt der Erste. Der Dritte hat gesessen. Gute Sache. Jetzt gehen sie essen. Nee, nicht die Warane. So, Wüstenwaränchen. Ach, vielleicht gibt es ja Wüstenwaran bei denen auf der Speisekarte. Das ist jetzt ein ganz schrecklich widerspenstiger gewesen. Okay, speichern. Weiter geht es, nachdem wir hier die Seite des Plateaus erstmal nach Objekten Ausschau halten, also lebenden Objekten, wie zum Beispiel Wüstenwarane. Und auf dem Rückweg machen wir uns dann, ergreifen wir uns dann den Greif. Das sieht nach endlos aus hier, so wie ich das sehe. Okay, dann werden wir jetzt ab hier mal, machen wir uns mal hier einen Punkt. Ah ja, okay, diese Steinformation. Mal bis wir so hin und her laufen. Ich glaube, es ist nichts. Irrlicht hätte ich jetzt einsetzen können, aber ich bin schneller. Das folgt mir ja nur. Das Irrlicht. Das folgt mir ja nur. Fackel habe ich unten liegen lassen. Hm. Ah, ja, ja. Sub, 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 mirrors. So, was haben wir da hinten noch? Nee, das ist nur Textur. Ja, da müsste hier gleich der Greif sein. Wo ist denn jetzt der Gräf? Nicht der Graf. Der Greif. Der war doch hier. Ja, bist deppert. Wo ist der Greif? Ach, da hinten ist er. Da ist er. Gut, okay. Und ein bisschen Feuer unterm Hintern.
Ja, da ist der Greif. Da ist noch ein Greif. Wie viel sind es dann? Drei? Vier? Ja, bis jetzt erstmal drei Greife. Wie das heißt, Greifs? Nein, nein. So. Schauen wir mal. Oh. Schön. Bin gut. Okay, auch gut. Okay, das ist das Tal der Greifer. So, ist der Greif. Erstes. Ach Leute, die am besten gleich looten sollen. Nein, da ist er. Jawohl. Ach, da gibt wieder Federn. Weiß nicht, wie viele tausend Federn ich habe davon. So, erstmal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, was hier. Stopp. Okay. Ist auch ein Greif. Der hat seinen Tarnschirm angezogen. Nicht so holen. Nichts. Da unten dürfte auch noch einer sein. Ja, genau, richtig. Okay. Also zickzack greifen. Ich glaube, das kann ich auch gut überspringen, wenn die so einfach zu eliminieren sind mit dem Feuerpfeil und dann melde ich mich wieder. Jawohl, so wie es aussieht, haben wir jetzt die ganzen Greife erledigt. Ich hatte gerade da ist eben, nicht zu holen. Ich hatte gerade eben eine Unterbrechung gehabt, da musste ich etwas noch warten, bis ich hier weitermachen konnte, aber das sieht man im Schnitt, glaube ich, nicht so sehr. Oder ich weiß jetzt gar nicht, ob man das Telefonklingeln gehört hat, aber das kommt manchmal vor. Und jetzt geht's hier noch weiter hoch. Da hinten geht's auch rum. Da hinten geht's ganz berstig rum. Jetzt bin ich echt am überlegen, wie, was, wo, wann und überhaupt, wie hoch wir denn hier weiterkommen. Leute, das ist so riesig. Das ist echt übelst riesig hier. So, was ist, haben wir hier? Noch ein Greif, okay. Du sollst nicht über meine Pfeile hüpfen. Das ist kaputt gehen. Aha. Ah, hier gibt es noch einen Höhleneingang. Auch cool. Und was haben wir dahinter? Wüstenschattenläufer. Nein, um Himmels Gottes. Bloß nicht. Schnell abspeichern. Dann schaue ich doch mal, ob ich mit meiner Ausrüstung, mit meinem etwas abgegradeten Leben und Ausrüstung was machen kann. Ausrichten kann, Wüstenschattenläufer. Ich habe ja mein Leben erweitert, ne? Also, so, da ist ne. Da ist ne. Er hat mich bestimmt gewittert. Er wird jetzt hoffentlich... Okay, los. Ja, er ist machbar. Er ist machbar. Aber okay. Er ist zu nehmen. Oh, hat da ganz viele Sachen hier. Das ist ja klar. Schattenläufer haben immer viele Sachen. So, da ist nichts mehr. Also, das ist ein Durcheinander hier mit diesem ganzen Höhlen. Komplex und Felsenkomplex. Ah, oh, Kronstöckel. Ui. Das ist sehr gut. Oh ja, okay. Na? Erstmal treffen. Okay. Hat ja mal so ein Teleport zum unbekannten Ort. So komme ich mir jetzt vor.
Ja, schöne Aussicht hier, ne? Gucken wir mal auf der Karte, wo das sein könnte, eventuell. Genau, Tadmor, irgendwas. Tadmor. Sind wir immer noch in dem Zacken da unten? Ach nee, wir sind jetzt Möbbe oder Mobbe. Wir sind jetzt also direkt über Möbbe, also ganz unten im linken Bereich. Möbbe oder Mobbe. Kommen wir aber hier nicht weiter, das ist klar. Das heißt, ich muss zurück. Das werde ich mal überspringen. Und befinde mich jetzt am Ende da, wo die ersten Greife waren. Und da oben gegenüber, da wollte ich noch nicht weiter. Da werde ich jetzt mal hinfetzen. Und ja, überspringe ich auch mal, bis was passiert. Ja, jetzt bin ich hier aus der Richtung und wende mal hier rum. Ich wollte ja eigentlich noch irgendwo da von der unheimlichen Mine ganz nach unten. Das ist natürlich wieder sehr, sehr geschickt gemacht, dass man da sicher über Umwege rumkommt. Das ist echt der Oberhammel. Meine Kamera ist wieder zu hell eingestellt. Gucken wir hier. Nix. Ach. Der Stein war das. Ja, natürlich. Die Steinformation war es, die ich mir gemerkt habe. Genau. Also nochmal gucken. Ab hier geht es wirklich weiter. Das wird auch wieder heller. Bin ich denn hier raus? Ja, bin ich. Das muss es sein, dass ich hier raus bin. Und so weiter und so weiter. Mal abspeichern. Es kann natürlich sein, dass wenn ich näher komme, Ding, dass da noch mehr kommen. Okay. Jawohl. Und nochmal. Und genau, eben mal schön sein. Das ist ein Rechtshänder-Golem hier. Mal schön seinen Schlägen ausweichen. Gucken wir. Wo geht's hier noch weiter? Auweia auf. Sieht alles gleich aus. Wüste. Aha. Okay, da unten ist ein Nomadenlager. Und was ist? Was? Moment. Ist das die besagte Leiter? Dass ich nach Said komme. Okay. Muss wieder zurück, ne? Aber wie? Mach mal einen Sprung. Stopp. Roland, nicht weiterlaufen. Weil ich im Off nämlich... Also ich habe gestoppt hier und dann bin ich einfach irrigerweise... in der Annahme gewesen, ich hätte jetzt hier, wäre hier rausgekommen, aber wie schon gesagt, das macht mich ganz geil, diese Landschaft, dieses Warand. Also, umziehen, und zwar, wir haben nämlich noch viele Gegner vor uns. Ja, sorry, ich habe das mitgekriegt. Nein, du doch nicht. Und zwar, jede Menge Wüsten-Goblin-Krieger. Irgendein Getier in Gothic macht auch so. Weiß ich nicht, wie sind die verschaltet? Okay, das sehen wir in der nächsten Folge. Macht's gut, habt Dank für euer Zuschauen. Schreibt einen Kommentar und gebt einen Daumen. Verabschiede mich. Tschüss.